Wenn heute so oft und gerne von Institutionen als Kontaktzone, Plattform, Arena und Versammlungsraum die Rede ist, dann ist es mir wichtig, dies nicht als Lehrformel aushöhlen und verflachen zu lassen, sondern ernst zu nehmen und Institutionen in diesem Sinne als radikaldemokratisch zu verstehen. Aber was ist eine radikaldemokratische Institution? Und was wäre ein Forum Recht, das seinem Namen gerecht wäre? Und tatsächlich ein Forum wäre. Als Vermittlungsinstitution ist das Forum Recht nicht die Straße, auf der demonstriert wird. Es ist auch kein Gericht und es ist auch kein Parlament. Dennoch stellt es als öffentliche Institution einen Ort dar, der sich selbst als demokratisch verstehen sollte. Als öffentliche Institution gehört es allen, was mehr meint, als dass es bloß allen offen stehen sollte. Ich würde sagen, dass das Forum Recht, wie übrigens jede Ausstellungs- und Vermittlungsinstitution, die Möglichkeit verspricht, sich zu fragen, wer alle sind und wer davon ausgeschlossen bleibt und was daran geändert werden kann an diesen Ausschlüssen, dass es aber auch erlaubt, sich mit Geschichte und Gegenwart der Demokratie und des Rechtsstaats auseinanderzusetzen und zu thematisieren, wie sich davon ausgehend eine Zukunft imaginieren lässt, die mehr ist als bloß die Verlängerung der Gegenwart. Ich schlage also vor, das Forum Recht als einen Raum für Versammlung und Auseinandersetzung zu verstehen. Das müsste allerdings auch bedeuten, sich der damit verbundenen Konfliktualität zu stellen. Sie fragen mich, Demokratie bedingt Rechtsstaatlichkeit. Welche Rolle müsste Demokratiebildung in der Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit infolgedessen einnehmen? Ich denke, dass eine Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit grundlegend mit der Vermittlung von Demokratie einhergehen soll und muss. In diesem Sinne müsste die Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit genau dies und die Gewaltenteilung selbst thematisieren. Das wäre für mich der wichtigste Punkt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als sich bedingend und gemeinsam verstanden werden. Fragen in diesem Zusammenhang sind, was wird in einer Gesellschaft wo und wie verhandelt? Was wird untersucht? Was ist ein Rechtsstaat? In welchem Verhältnis stehen das Parlament, die Gerichte, die Medien und soziale Bewegungen zueinander? Ich finde das deshalb wichtig in der Vermittlung, weil das nämlich ermöglicht, ein Verständnis dafür zu gewinnen, in welcher Weise demokratisch wer, was und wie in einer Gesellschaft in Frage stellen kann und mit welchen Mitteln und wiederum, was dabei mit den Mitteln der Gerichte geschieht. Ein weiteres wichtiges Thema, das wäre das zweite Thema, das ich vorschlagen würde, das ich sehr zentral finde für eine radikaldemokratische Vermittlung in der Institution Forum Recht, ist die Frage der Vermittlung von Rechten selbst. Denn die geht einher mit der Frage, wer in der Gesellschaft Zugang zu einem Wissen über die eigenen Rechte hat. Also Zugang zum Forum Recht zu verschaffen, ist für mich auch eine Auseinandersetzung mit der Frage danach, wer Zugang zu einem Wissen über die eigenen Rechte hat. Dieser Zugang zum Wissen über die eigenen Rechte ist in der Gesellschaft nämlich derzeit nicht gleich verteilt. Wer hat die Möglichkeit, seine Rechte durchzusetzen? Und wie könnte das Forum Recht ein Ort werden, der dieses Wissen über Rechte und ihre Durchsetzung erweitert? In Ihrer Frage fragen Sie mich weiter, wie könnten Zugänge zu Recht, Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit gestaltet werden, die sich inhaltlich nicht auf Demokratie beziehen? Und aus der Perspektive einer radikaldemokratischen Museologie kann ich auf diese Frage keine Antwort geben. Aus meiner Sicht gehen Demokratie und Rechtsstaat in der Vermittlung miteinander einher. Es ginge sogar darum, diese in der Vermittlung in ihrer Verbundenheit und in den damit verbundenen Unterschieden verstehen zu lernen. Man kann Rechtsentscheidungen nicht mit außerjuristischen Mitteln außer Kraft setzen. Allerdings kann man sie politisch diskutieren. Gerichtsentscheidungen können und müssen öffentlich diskutiert werden. Investigative, journalistische und künstlerische Methoden können Öffentlichkeit für ungerechte Urteile herstellen.
Ein Beispiel dafür war die Untersuchung von Forensic Architecture in Zusammenarbeit mit der Society of Friends of Halit bei der letzten Documenta. Sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Prozesse geführt werden und wie sie etwa jetzt im Zusammenhang mit den NSU-Morden auch nochmal offener und öffentlicher diskutiert werden müssen, ist ein ganz wesentlicher Teil dessen, was in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit verhandelt werden kann. Aber man kann die Urteile wiederum nur mit den Mitteln der Justiz selbst außer Kraft setzen. Und diese wesentlichen Unterscheidungen, wie sie miteinander in einem Rechtsstaat wirken, dies scheint mir ein Grundbestandteil einer Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit zu sein. Und in dem Sinn würde ich sagen, Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln heißt Demokratie vermitteln und umgekehrt. Sie fragen, Demokratiebildung, Lernziel oder Methode? Welche Formen und Ziele sollte die Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit verfolgen? Von den sozialen Bewegungen können wir einen Ansatz lernen, den ich sowohl für die Vermittlung allgemein als auch für die Vermittlung von Demokratie relevant finde. Das Zusammendenken von Ziel und Methode. Ich wähle also einen Ansatz, der sich über diese klassischen Unterscheidungen von Strategieformulierung, Taktikformulierung und größerer Zielformulierung eher hinwegsetzt. Also ich finde diese Unterscheidung zwischen Pädagogik, Didaktik und Methodik und Praxis in vielerlei Hinsicht für die Vermittlung nicht produktiv. Vielmehr denke ich, dass sich in der Praxis der Vermittlung selbst immer wieder aufs Neue, eben genau in diesem auch radikaldemokratischen Sinn, gemeinsam Ziele entwerfen lassen. Und dieses Zusammendenken von Ziel und Methode ist auch heute ein wichtiger Bestandteil der Ansätze sozialer Bewegungen. Verstehen sich soziale Bewegungen heute als präfigurativ? Sie wollen die andere Welt, die für diese kämpfen, bereits jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass neben der Vermittlung von Rechten und der Idee von Rechtsstaatlichkeit in der Demokratie eine solche präfigurative Perspektive auch im Forum Recht eine Rolle spielen könnte. Soziale Bewegungen sagen heute, Demokratie als Ziel kann nicht mit undemokratischen Mitteln durchgesetzt werden. Das finde ich sehr interessant. Könnten wir in diesem Sinne nicht auch für das Forum Recht sagen, eine undemokratische Vermittlung kann keine demokratischen Inhalte vermitteln? Und ganz in diesem Sinne würde ich es sehr interessant finden, eine Vermittlung zu entwickeln, die selbst die Ziele, die Methoden, die Ansätze verhandelbar macht und einen Raum zu entwerfen, in dem eben eine Auseinandersetzung mit Demokratie, mit Rechtsstaat und mit den eigenen Rechten gemeinsam und in Verhandlungen entstehen kann. Dankeschön.